stellen sich vor, dass eine Politikerin, Politiker, der dann irgendwas Absurdes von sich gibt, das wird verbreitet. Und dann gibt es irgendwann mal einen Kipppunkt, wo das eine solche Wirkung erzeugt hat, dass es sehr schwer sein wird für die Politikerinnen und Politiker dann sich öffentlich hinzustellen und sagen, das war gar nicht ich, weil natürlich dann Gefahr ist, dass das politische System Vertrauen verloren geht, also das Vertrauen ins politische System, das Vertrauen in diese Politiker, in diesen Politiker, die ganze Unsicherheit, ja war es jetzt oder war sie es jetzt oder war sie es nicht. Also es kann dann so weit gehen, dass man dann quasi in dieser falschen, in diesem falschen Narrativ gefangen bleibt, nur weil man merkt, der Preis, da wieder rauszukommen, höher wäre als das, was man sich da zumutet. Und da müssen wir nachbessern jetzt aus rechtlicher Sicht, weil wir da noch ganz blank sind in Bezug darauf, was das mit unseren demokratischen Systemen tut, an Unterwanderung, an Manipulation schlussendlich.